Ich glaube, ich nutze hier mal den Platz, um für den Ölsand ja schon eine viel frühere Abzweigung zu bauen. Einfach damit es dann ein bisschen am Rollen bleibt. Aber langfahren will irgendwie keiner, ne? Doch, jetzt so. Signal rein. Achso, die von der. Achso, gut, die kommt da, glaube ich, eh nicht lang. Doch, Ölsandannahme. Hä, was? Seeung Tagebau. Wie ist er jetzt auf das Gleis hergekommen? Warte mal, ich will die erstmal ablaufen lassen, damit ich dann hier das Gleis hier abreißen kann. Hier keine Ersatzteile. Könnte man eigentlich auch mal ändern. So, wenn der hier durch ist, dann können wir es abreißen. Das Fahrtsignal lasse ich einfach mal. Gut, ich könnte das bei der Rundholzlade entladen, weil es ist ja bloß Ersatzteile. Wobei die auch schon mittlerweile knapp werden hier. Landwirtschaftliche Betriebsmittel habe ich hier en masse. Kisten, damit könnten die 5 Meilen herfahren. Ja. Würde ich sagen, ist in Ordnung.
Oh, eins daneben. Scheiße. So, oder mit dem Mettler Truck, würde ich sagen. Man könnte auch den nehmen. Bei der kurzen Strecke. Ah ne, wir bleiben beim Mettler Truck. Dann ist es einheitlich. Wir lassen den so erstmal eine Runde fahren, dass wir sehen, wie lang der braucht. So, der Stau baut sich so langsam ab. So, wie lange brauche ich? 13, 15 sind 28 plus 3 Tage, weil wir und entladen sind 6, 28 plus 6 sind 34. Da bleibt übrig zur 90. 54, ne, müssten das sein. Ne, 56. Ne, was hatte ich gesagt? Es ist ja bei 14 Tage schon oben. Machen wir es mal aktuell. 14 plus 15 plus 3. Plus 3 sind 35. 55, das heißt, er müsste bei Sursee-Rundholzlade dann 33, 3, 58, sagen wir mal. Immer 55 Tage. So, und er hier? Er hat 6 plus 33 plus 19 sind 58. 32. Das heißt, er müsste hier 35, sagen wir mal 33. So. Dann müsste das ungefähr hinkommen. Elektrische Maschinen gestellt, nicht Ersatzteile. Oh, ich bin auch wieder irgendwie durch hier. Völlig durcheinander. Dafür ist die Weltwirtschaftskrise beendet. Das ist sehr gut. Ach, der fährt jetzt dort runter zum Depot. Naja gut, so dumm ist das ja nicht, weil er von dort gleich wieder wegkommt. So, haben wir noch zu berühren gehabt. Wo waren wir stehen geblieben?
Ach so, da haben wir noch gar nicht gebaut. Da fährt noch gar kein Zug, weil wir erstmal den Stau behoben haben. Ersatzteile. Da bin ich wahrscheinlich nur in der Spalte abgerutscht. So, Zuckerrüben. Und dann noch was mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln dorthin bringen. Staut sich das doch schon wieder. Jetzt hier am Öl. Oh, ist das nervig. Tja, jetzt staut sich's hier. An der Zeche. Züge da wahrscheinlich. Ach so, weil die jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr hinterherkommen mit aufgrund des Staus mit den ganzen hier Bonussachen. Da gibt's nur Ersatzteile. Wo haben wir noch Zuckerrüben hier? Die ist richtig geil, weil die musst du hier irgendwie jetzt ankeddeln, wo eh schon totales Chaos herrscht und du dich einfach fragst, wie willst du das machen? Runter ist kein Problem, obwohl hier rüber. Na gut, hier durch. Na gut, das rüber würde theoretisch auch gehen. Ne? Hier eine Brücke und dann würde man hier unten durchkommen. Gehen. Ach, hier, nee. Doch, hier haben wir was mit einer Zweierhöhe. Haben wir also doch schon gebaut. So, dann müssen wir mal kurz stoppen, beziehungsweise jetzt ergibt sich da gerade eine Lücke. Brücke drüber.
Hast du. Nee, eben nicht. Ich wollte schon sagen, hast du wieder eine scharfe Kurve, aber nee. Müsste auch so gehen.